Jetzt am Wort ist Erwin Angerer, er ist der Wirtschaftssprecher der FPÖ. Ja, wir reden jetzt über drei Gesetze, um die Corona-Hilfspakete zu verlängern. Ich schicke gleich voraus, wir werden diese drei Gesetzesmaterien unterstützen, weil wir der Meinung sind, dass solange es Einschränkungen, teilweise überzogene Einschränkungen durch diese Bundesregierung für unsere Wirtschaft gibt, dass man den Unternehmen zumindest die Möglichkeit geben sollte oder muss, Hilfen in Anspruch zu nehmen. Wenn ich aber heute in der Kronenzeitung die Überschrift lese, Corona-Hilfen treffsicher machen, dann ist das ein Jahr zu spät. Herr Minister und der Herr Vizekanzler Kogler hat das so formuliert, dass man jetzt eben dabei ist, diese Corona-Hilfen treffsicherer zu machen. Und das ist der Punkt. Es ist leider so, dass wir bis heute immer noch E-Mails bekommen von Unternehmen, die keine Unterstützung bekommen. Es sind größer als indirekte Unternehmen. Die KOFAG wird immer wieder genannt, das Konstrukt, das sie geschaffen haben, um hier Milliarden zu verteilen. Und hier bleiben meist kleine EBUs, KMUs auf der Strecke und bekommen seit Monaten gar keine Hilfe. Also es ist nur zu hoffen, dass hier auch wirklich Daten folgen und das auch in Zukunft treffsicherer wird. Nur ein Beispiel zu nennen, Taxi-Busunternehmen, die indirekt betroffen sind, die auch nicht geschlossen sind, waren ewig lange nicht anspruchsberechtigt, kämpfen heute noch mit riesigen Umsatzverlusten und sind immer noch auf Hilfen angewiesen. Oder die Gastronomie, wir haben es heute schon gesagt, mit den 3G-Regeln, die es nur in Österreich gibt, sonst nirgends auf der Welt. Riesiger Nachteil auch gegenüber unseren Destinationen im Umkreis. Wenn man jetzt schaut, Kroatien oder wo auch immer, die Leute, die heute buchen, fahren natürlich dorthin, wo sie nicht täglich testen müssen und mit Masken durch die Gegend laufen. Und eine wirklich dramatische Belastung für die Mitarbeiter, wenn sie den ganzen Tag mit der Maske bei 30 Grad sowohl innen als auch außen arbeiten müssen. Also hier ist Hoffnung angesagt, dass diesen Ankündigungen auch endlich Taten folgen. Danke.